Liebe Leute, herzlich willkommen zu mehr. Für die einen oder anderen, die eventuell neu auf dem Channel sind, schwebt da vielleicht hier und da mal so eine Frage im Raum. Sehr witzig. Warum ist der Anfang meiner Videos eigentlich immer ein absolutes Cringe-Fest? Weil ich ab und zu meinen Penis raushole. Naja, es fing an, vor sehr vielen Jahren. Im Lande Mordor. Den Rest kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern. Naja. Aber wir sind uns doch auch alle einig. Ja, im Endeffekt ist nicht die Form entscheidend, sondern die Inhalte, die vermittelt werden. Brüste, Gesäß oder Genitalien. Gruselig. Aber Inhalte müssen auch irgendwie geschaffen werden. Und warum dann nicht das Nützliche mit dem Wunderschönen verbinden? Nehmen wir mich als Beispiel. Könnt ihr euch noch an Goatec erinnern? Ich habe euch letztens deren Produkte vorgestellt und wir haben den Shop so auseinandergenommen, da hätten die Verkäufe von Klopapierherstellern während Corona-Zeiten nicht mehr ausgereicht, um deren Tränen zu trocknen. Der Erst befriedigt mich gerade anders. Nun, die kleinen Schlawiner haben sich wieder gemeldet und mir eine längerfristige Partnerschaft vorgeschlagen. Und ich so, ach wisst ihr, ich bin eigentlich schon vergeben. Ich meine, ich bin sowas von Single und jungfräulich. Die machen nämlich tolle Gaming-Hardware mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo die Konkurrenz mächtig gegen abstinkt. Nee, ich bin's nicht, ist wirklich die Konkurrenz. Damit seid ihr einfach der King in eurer Steam-Gruppe. Wartet nur, bis sich eure Freunde bei der nächsten LAN-Party anzüglich um euren Gaming-Chair regeln. Bedankt euch später. Also wenn ihr ein neues Setup sucht, schaut euch gerne mal den Link unten in der Videobeschreibung an. Die haben gerade ihr gesamtes Sortiment stark vergünstigt. Psst, das bleibt jetzt aber unser kleines Geheimnis. Mit dem Code SEF gibt's nochmal 10% obendrauf. Viele kleine Geheimnisse stecken auch in diesem Videogame. Herzlich willkommen zurück zu Dr. Bluthochdrucks alternative Behandlungsmethoden. Bevor ihr jetzt enttäuscht seid, Leute, ich weiß, was es mit dem Ending in diesem Modus auf sich hat. Ich komme gleich dazu. I should get to my computer and get the night started. Das war das Stichwort. Es ist nicht das richtige Ending, aber es ist zumindest ein Ending irgendwie und ein Achievement, was man halt schon mal geschafft haben kann. Ja, deswegen werde ich das jetzt trotzdem fortsetzen und mich dann halt bereit machen einfach für den Normal Mode. Also ich bin irgendwie der Überzeugung, dass ich das halt brauche und als Übungsfaktor und Erfahrung hier mitnehmen kann. Erfahrung, dafür seid ihr auch zuständig mit euren ganzen Tipps. Vielen lieben Dank dafür. Ich weiß, wo wir beim letzten Mal gestorben sind an dem Doktor. Das hat nicht geklappt, den wegzuleuchten, obwohl wir ihn in der Cam gesehen haben, weil wir einfach zu spät waren. Der muss sozusagen durch den Garten schleichen, da müssen wir ihn schon erwischt haben und dann müssen wir ihn mit dem Licht in einem bestimmten Winkel treffen. Das heißt, es ist wichtig, wann wir auf die Cam gucken, wann wir ihn erwischen und wann wir leuchten und wie lange. Das habe ich alles nicht beachtet. Wenn er schon dabei ist, ins Haus zu stürmen, Alter, wie Darth Vader den Jedi-Tempel, dann müssen wir ganz schnell aufstehen und das ist nur ein Bruchteil einer Sekunde an Chance und uns in diesem Schrank hier verstecken. Ansonsten, ja, naja, ihr habt ja gesehen, was Sache war, nicht wahr? Falls ihr es nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall mal hier oben aufs I und ihr, warte mal, irgendwo ist so ein I, da klickt ihr drauf, da kommt ihr zur letzten Folge. Alright, gut. Na dann, schauen wir mal, machen wir einfach weiter und hoffen, dass wir die Nacht überstehen. Ah, Nathan Palmer, den hat man in einer der letzten Folgen. Das war, dieser Yoga-Lehrer, nicht wahr? Moment, den hatten wir irgendwie beschuldigt, oder? Ich weiß es nicht, oder war das das? Ich könnte es eventuell verwechselt haben. Moment. Uncomfortably close to their face. Ja, genau. So war das irgendwie. Der kommt den Mädchen immer nahe. Wir haben den schon beschuldigt, aber wir haben wahrscheinlich das falsche Zeug erreicht. Da haben wir irgendwie einen Daumen nach unten bekommen. Ich weiß nicht, irgendwie haben wir es falsch gemacht. So, ich benutze hier mal meinen Insta-Crack. Und schau mir mal an, was er... Valium-Guy. Da war nämlich genau, Valium ist ein Schmerzmittel. Aber ich denke mal, das ist nicht für umsonst. Boah, ich muss mir das alles irgendwie nochmal reinziehen. Girls in Yoga-Pants. Das ist nicht unbedingt... Also, das ist halt weder strafbar noch ein Beweis für irgendwas, ne? Was da in seiner Search-History ist. Aber eventuell könnte das mit dem Fall connecten? Ich weiß nicht. Wir müssen zwei Beweise nur einsortieren. Wir sind in Nacht 3 immer noch. Ich probiere das mal damit. Ich glaube auf jeden Fall den... Diese Suchergebnisse hatten wir beim letzten Mal nicht mit eingetragen. Ich lasse das Handy mal offen. Okay, Mr. Palmer. So, Moment. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit jetzt hier. Schon wieder falsch. Verdammt! Ich denke, es ist ein großer Benefit, wenn man das irgendwie weiß, was hier Sache ist. Aber ich glaube, in diesen 200 Reports kann man sich halt einfach nicht alles merken.
Vielleicht war er dann doch unschuldig. Ich weiß es nicht genau. Okay, ich sollte auf jeden Fall mal auf die Cams schauen. Es war noch kein verdächtiges Geräusch. Oh, jemand hat mir gesagt, ich soll die Cam auf jeden Fall in dieser Position hier lassen. Warum auch immer. Eventuell sehen wir da den Arzt irgendwie gleich. Oh, das ist gut. Das müssen wir jetzt hier gerade mal nachschauen. Wir haben bislang, also in dieser Runde hier, in diesem Spielstand, keine Probleme gehabt mit dem Kidnapper. Das ist uns einmal passiert und dann war eigentlich ziemliche Ruhe. Das heißt, die Frequenz, wie wir hier die Wohnung durchschreiten, die Fenster kontrollieren und so weiter und so fort, das scheint auf jeden Fall zu passen. Halt, ich drehe mich halt noch bei jedem Geräusch irgendwie um. Ich denke mal, das muss gar nicht sein. Aber im Endeffekt ist der Arzt halt viel schlimmer. So. Ich muss halt nur irgendwie mal wissen, bei welchen Geräuschen irgendwie ein Gegner spawnen könnte. Also wenn man das raus hat, dann glaube ich, kriegt man das ganz gut hin. Es gibt wohl irgendwie so eine Strategie mit dem offenen Fenster, dass man das hier offen lassen soll und dann hört man die Schritte und weiß genau, irgendwer ist gespawnt, wer von beiden kann sich dann drum kümmern, aber das ist halt alles so ein Advanced-Chisel. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Okay, Hayden Lewis. Ich bin zu ihr gekommen, wir hatten ein Projekt zusammen, als ich sie darauf angesprochen habe, meinte sie, oder sie hat so getan, als würde sie zum ersten Mal irgendwie davon hören. Sie hat es abgetan, dass sie müde ist von der Arbeit. Welche Geräusche im Hintergrund? Das gefällt mir nicht. Alright. Ich hoffe, es ist nichts. Oh. Wait. Ich höre Fußschritte. Hätte ich jetzt auf die Cam gucken sollen? Das war bestimmt der Einbrecher, oder? Oh, Alter, nervös. Bitte nicht umbringen. Ich bin nur noch so jung. Ich hab noch ganze 3 Nächte vor mir, ja? Ich bitte dich. Okay, es ist nichts. Ich schau mal auf die Kameras. Schnell. Ah! Worth it! Aber ich glaube auch nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen, ne? Ich nehm's jetzt einfach so. Nach den Jumpscares passiert immer nichts. Das ist einfach bloß ein Event, was passiert. Alright, schauen wir uns mal an. Ja, wie geht's denn hier weiter? Sie hat einen identischen Zwilling mit Namen Amelia. Die habe ich niemals getroffen. Oh. Vielleicht war das Amelia und nicht Hayden. Haben die sich vielleicht beide vertauscht? Ja, irgendwie komisch, ne? Ich weiß nicht. Okay, was aber denn? Vielleicht vertauscht aus einem gewissen Grund. How to claim someone's life insurance. Wie man an jemandes Lebensversicherung rankommt. Eieieiei. It's easy to claim self-defense. Selbstverteidigung. Wie einfach ist das, sich vor Gericht, also das als Verteidigung zu nehmen, wisst ihr? Okay, Hayden, junge Dame, was auch immer du gemacht hast. Danke, dass du es fotografiert hast. Easy einfach. Jo, wenn alle Mörder nur so dumm wären und, ja, der Polizei ihre Arbeit so leicht machen, dann wäre das wirklich großartig. Aber okay, wir haben einen fertigen Report. Den schicken wir ab. Das ist Nummer 2 für heute. Wir hätten den Daumen nicht riskieren sollen. Tatsächlich, das war ein bisschen doof. Aber gut, was soll's. So, mache ich jetzt meine Runde? Ah! Wow. Wow. So viel dazu, da passiert nichts. Sorry. In den letzten beiden Folgen ist nach dem Jumpscare nichts geschehen. Ey, ich schwör. Ich glaube, der ist trotzdem gekommen. Das hat sich einfach überlagert. Ich darf mich da nicht in Sicherheit wiegen, aber halt... Muss ich dann meine Runde gehen? Ich glaube, ich bin dann schon immer aufgestanden. Boah, ich weiß es nicht. Okay, wir haben jetzt zumindest diesen Daumen nach unten nicht. Aber die ganze Arbeit, die wir jetzt ja gerade da reingesteckt haben, ist halt futsch. Verdammt nochmal. Rosanna Abedi, die hatten wir auch schon. Ich habe jetzt hier schon 2 Reports erfolgreich abgegeben. Das war diese verrückte Ex-Freundin. Da finden wir, glaube ich, alle Beweise im Handy. Plus könnten wir mal da den Polizeireport irgendwie bemühen. Lass uns das mal machen. Ich glaube, das kriegen wir schnell hin. So, warte mal. Female... die hatte grüne Augen und braune Haare. Lass uns das schon mal searchen. Moment mal kurz auf die Cams gucken, ob alles in Ordnung ist. Kriegen wir Besuch? Nein, möchte ich auch nicht gerne. Dankeschön. Okay, alles klar. So, Rosanna. Die war auf jeden Fall schuldig. Ich habe ihr das Gesicht gemerkt. So, Search History. How to kill your ex-boyfriend.
Most intimate way to murder. How to kill someone, get away with it. Ja, komm, das ist halt alles eindeutig. Da können wir uns das hier ein bisschen einfach machen, würde ich sagen. So, sehr schön. 3 von 8 und fast komplett unseren Soll für die Nacht geschafft. 8 ist halt schon eine Hausnummer, ne? Das zu machen, ohne zu sterben, um in die nächste Nacht zu kommen. Ich meine, wir können halt auch einfach die Zeit ablaufen lassen, aber ich weiß nicht, ob wir uns halt in der Zeit verstecken können. Wenn wir im Schrank sind, gibt es eine Möglichkeit, dass der Kidnapper uns findet, wenn er im Haus ist? Sterben wir dann einfach? Oder ist... Ich hab's gehört. Oder sind wir im Schrank safe? Warte mal ganz kurz. Oh Gott! Ah! Es war schon wieder zu spät! Yo, ach, come on, dude. Wie soll ich's denn aber auch machen? Also, wie schnell soll ich halt wieder an dem PC sein, nachdem ich meine Runde habe? Das ist ja frustrierend, Alter. Ich habe jetzt 3 Reports rausgesucht. Das ist jetzt wieder für den Arsch alles. Oh, da sind wir wieder. Elsa Monroe. Das war die mit, die mit jungen Jahren schon ein Haus gekauft hat mit 23 und dann der Typ vor ihrer Haustür stand mit einem Koffer voller Geld. Ich glaube, die hatte irgendwie, warte mal, auf dem Handy was. Die hatte so einen komischen Stuhl. Ich kann mich erinnern. So, Augenblick. Und da hatten wir auch die Textnachricht vom Boss, oder wenn die das war? Bin mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall, warte mal, 20 und 30, die können wir schon mal sehen. Instacrack. Ja, genau, das Ding hier. Und Search History Cocktail. Tetrodotoxin, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Can I order acid? Das hätten wir auch nehmen können. Boss, das nehme ich mal. Und ja, dann nehmen wir auf jeden Fall ihren Ausweis. Okay, Elsa, wo bist du? Du blickst so unschuldig drein. Man möchte es dir gar nicht zutrauen. Okay, schauen wir mal. Geht hier was? Nee? Ich vertraue dem Game überhaupt nicht, ey. Ich bin jetzt so schnell gestorben, die letzten beiden Male, dass ich halt gar keine Geräusche mehr ignorieren möchte. Ich weiß es halt nicht, Mann. Ich weiß halt manchmal irgendwie nicht, was ich besser machen kann. So richtig weitergekommen bin ich halt auch noch nicht. Ich habe schon wieder gerade was gehört. War ich das? War es einfach bloß mein schlurfender Fuß? Niemand. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay, wir sind bei 3 von 4 Reports. Jim Knobwood. So ein Weirdo aus der Nachbarschaft, der irgendwie einen Flohmarkt da gestartet hat. Altes Zeug, Vintage-Vinyl, alte Comicbücher, paar Klamotten, abgeranzte. Die haben alle einen ziemlichen Geruch an ihnen. Als ob jemand draufgepinkelt hätte. Okay. Der hat sie sogar versucht, im Originalpreis zu verkaufen. Das hätte verbrannt werden sollen. Ja gut. Weiß halt nicht, also vielleicht ist er einfach bloß wirklich ein Weirdo, der ein bisschen Geld machen möchte. Wer weiß das schon. Ich bin jetzt so paranoid, was die Cams hier angeht. Ich muss sowieso los. Oh, kein... Nee. Ah, ich dachte jetzt, mein Internet ist ausgegangen. Nee, es war bloß die Meldung, dass er nichts mit der Polizei zu tun hat. Vielleicht ist er unschuldig. Keine Ahnung. Ja, gucken wir immer mal ins Handy rein. Mal schauen. So, Jim, da bist du. Was hast du denn hier? Also Bilder von Obdachlosen. Jetzt ist mein Internet ausgegangen. Ich hab's Rattern gehört. Ich weiß nicht, gucke ich in dem Moment auf die Cams oder stehe ich sofort auf? Bei dem Rattern war noch nie irgendwas gewesen. Weder ein... Also... Was ich direkt damit connecten könnte. Weder halt ein Licht aus, noch dass ich irgendwie kurz danach gejumpscared wurde. Ja, ich kann es halt nicht sagen. Jo, das Spiel macht mich so fertig. Ey, ich muss wenigstens diese Nacht jetzt hier mal schaffen. Okay. Okay, Jim. Wir kommen dir auf die Schliche. So schnell lasse ich dich nicht von dannen ziehen. Moment mal. Vielleicht gibt es da ja noch mehr. Eventuell ist es so ein Fall, wo das Handy halt keine Auskunft gibt. Weißt du? Das kann ja auch mal sein.
Guck mal, was hat er denn gesucht? Homeless, also Anzahl von Obdachlosen. Oh, wie man Obdachlose aus seinem Gebiet rausbringt. Hat er die umgebracht? Alter, okay, wow. Zack, Moment, das wird doch noch interessant. Hey, man, willst du Obdachlose jagen? Lol, Zack? Zum Teufel ist los mit dir, Alter. Jesus Christ. Nee, Jim heißt er, ne? Nicht Zack. Ja, Zack wahrscheinlich auch. Genau so ein Typ. Der ist glatzköpfig, hat blaue Augen. Ich mach mir so Sorgen. Uff, Alter. Ist jetzt wieder... No results? Warte mal. Ich hab das doch richtig eingegeben. Blaue Augen, glaube ich, hatte ich. Oh, achso, 20 bis... Ja, ich muss das noch umstellen. Glatzköpfe gibt es eventuell in dem Game nicht so viel. Hoffe ich mal. Ich weiß es nicht. Okay, Jim Knobwood. Hier. Bitteschön. So, damit haben wir jetzt auch prinzipiell fast alle Keys hier verbraten. Wir haben unsere Tagesaufgabe erfüllt. Wir müssen noch zwei machen, damit wir irgendwie ein bisschen DOS-Coins verdienen können. Und dann... Ja! Ich hab's geschafft! Aber ich hab's geschafft, ne? Der ist weg. Ich weiß, der Strom ist aus. Aber der Arzt ist nicht mehr da, oder? Das ist doch so. Der ist definitiv weggegangen. Boah, Alter! Haben wir's hingekriegt? Zum ersten Mal? Boah, ich glaub's ja nicht. So schnell kann der die Dings hier nicht öffnen, oder? Was für ein Achievement, Mann. Ich glaub's ja fast gar nicht. Alrighty. Sehr schön. Da haben wir das auch immerhin mal gesehen. Boah, okay. Der war auf dem Weg. Ich muss ihm direkt ins Gesicht leuchten. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Oh, sie haben einen Typen im Club gesehen. Der ist mit irgendeinem Mädel verschwunden hinter der Ecke. Und alles, was sie gefunden haben, war irgendwie einen Schuh. Okay, vielleicht können wir mit der Beschreibung irgendwie die Person rausfinden. Das ist ja relativ exakt, sage ich mal. Gewicht 160. Da geben wir hier so ein Zwischending an. Männlich, schwarze Haare, braune Augen. Das ist sehr eindeutig. Da sollte es nicht allzu viel geben. Ewan York. Ja, ich meine, das könnte halt sein, ne? Kurz auf die Cams. Ich bin so mega aufgeregt, Mann. Das ist der Einzige, der auf den die Beschreibung passt, so von daher. Und wir müssen das hier alles mal wegmachen, damit uns das bei der nächsten Suche hier nicht behindert. Und zwar ganz schnell, würde ich sagen. So schnell, wie es geht. So. Ewan York. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Hat er schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt? Nein, hat er nicht. Interessant. Eventuell bloß falscher Alarm. Aber keine Ahnung. Okay, gucken wir mal. Zack. Was ist wohl in seinem Handy? Irgendwelche Texte, irgendwelche Bilder? Oh. Was? Ach, come on! Ich hasse das! Das ist manchmal so... Das scheint manchmal so komisch unmöglich irgendwie. Halt, du bist ja eigentlich sicher, dass du drauf bist. Halt, und dann... Ja, gut. Dann mache ich halt eine Roomtour. Hier, das ist mein Haus. Habt ihr noch nie gesehen. Interessant. Gameplay von 10. Es würde mich wie immer mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen wollt. Ich würde es jetzt nicht wieder so cringy verpacken. Wisst ihr, was ich meine? Aber vielen lieben Dank für euren massiven Support. Vor allem auf die letzten beiden Episoden hier. Das ist echt nicht selbstverständlich, was ihr daraus brezelt. Dankeschön. Das hilft mir. Es kommen mehr Leute auf den Channel. Es kommen mehr Leute, die hier irgendwie Spaß dran haben. Und das freut mich wahnsinnig. Also, Leute, nochmal vielen lieben Dank. So, können wir denn jetzt mal weitermachen? Okay, wir... warte mal. Lass uns mal schauen, was der Gute hier so eingekauft hat, ha? So, vielleicht finden wir da was. Nightclub. Der hat sehr viel Zeugs ausgegeben. Prescription Gamma Hydro. Weiß ich nicht. Ist es vielleicht ein Medikament, was irgendwie betäubt oder so? Das kann sein. Es könnte jetzt einfach bloß irgendwas Medizinisches sein, aber ich meine,
die meisten Medikamente sind halt irgendwie, haben halt diverse Nebenwirkungen, nicht wahr? Also kannst du mit allem, was in einer Apotheke gibt, Bomben bauen und irgendwie halb Russland entführen, wenn du weißt, was ich meine. So. Ganz langsam. Das muss richtig sein, sag ich doch. Und er hat natürlich... Okay, der war's. Er ist es. Search History, Text Convos, Boss Guy, Unknown Number. Ich weiß, was du machst. Ist das ein Beweis? Ich regle das jetzt hier einfach mal schnell. Das war richtig! Nein, es war falsch! Ach, verdammt nochmal! Ich wollte ein bisschen sparen oder hat man den Daumen schon vorher gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Job erfüllt, würde ich sagen. Okay, wieder eine unbekannte Person. Letzte Nacht bin ich mitten in der Nacht aufgewacht. Hat sich angehört wie eine Gruppe von Männern. Sie standen direkt an meinem Fenster. 6 weiße Männer. Okay, sie haben was von meinem Golfkart zerbrochen, haben es gestohlen. Denke ich zumindest. Wait. War da ein Sound? Oh Gott. Ich darf jetzt nicht sterben. Ich könnte eigentlich schon Schluss machen. Okay, lass die Eule. Jo, jedes Geräusch könnte... Alter! Könnte ein Trigger sein. Jo, der Schatten hat mich gerade mega verängstigt hier. Das war nur von der Tür. Okay, das ist noch zu... Interesting. Ich hätte vielleicht erst auf die Camps gucken sollen. Aber gehe ich in dem Moment zurück? Dann ist es vielleicht der Einbrecher. Wisst ihr, was ich meine? Ich schaue da sofort drauf. Come on. Niemand, ne? Nein, scheint nicht so. Okay, alles klar. Tja. Soll ich das riskieren? Ich suche halt 6 Männer, ne? Ich wünschte, ich hätte das nicht. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Soll ich einen Verdächtigen halt... Ja, zwischen 25... Ich könnte mir jetzt hier auch sehr viel Arbeit machen. Und es würde quasi nichts bringen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, die sind schon sehr dick, muss ich sagen. Relativ gewichtig im Vergleich zu anderen zumindest. Braune Haarfarbe und bräunliche Augen. Oh, Robert Jenkins. Oh, da gibt's nur einen. Okay, Robert, das ist interessant. Du, das ist gut. Moment mal. Robert Jenkins. Ich verstehe es aber auch manchmal nicht. Ich habe doch jetzt vor 10 Sekunden auf die Cams geguckt. Wo? Also, wie hätte ich den abpassen können? Ich habe vor 10 Sekunden auf die Cams geguckt. Oder lass es 15 gewesen sein. Ich habe sofort reagiert, als ich die Geräusche gehört habe. Alter, es ist aber auch ganz schön nervig, muss ich sagen. So ein bisschen regt mich das gerade auf. Das ist so, das wird so übel unfair irgendwie. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Muss ich noch öfters gucken? Halt, wie soll ich denn aber je Reports lösen? Ach Mann, ey. Ja, hau ab. Er geht, ne? Alles klar. Boah, Alter. Okay, ja, ich bin hier gerade dabei. Ich weiß nicht, ich bin so fertig, Alter. Ich bin so am Arsch irgendwie. Ich weiß, das Spiel macht mich fertig. Ich habe Jacob in unserem Garten gefunden. Ich habe ihn gefragt, was er da macht. Und er meinte, ein paar Teile von seiner Drohne sind abgefallen. Ach, come on. Wehe, das ist jetzt... Das war falsch. Fuck. David Fobbs. Den haben wir auch schon 1000 Mal gehabt, oder? Oh, ich weiß nicht, wie oft der schon durch mich in den Knast musste. Immer wieder wegen demselben Vergehen. Es ist mir eine Lust.
Ah, warte mal, das war der mit dem Sport, mit der Surfer, der Alte. Der haben wir doch weggeschmissen, oder? Oh, war richtig, Mama. Wir haben jetzt alles erfüllt. Wir haben Moneten, wir haben... Moment mal. Warte. Mein, viel mehr können wir nicht machen. Wir können jetzt, glaube ich, noch 2 Reports lösen. Und dann haben wir die Nacht geschafft, oder? Wir können uns im Schrank... Ein Report noch! Okay, Alfred Taylor, schnell! Warte mal, ich mache meine Runde zuerst. Angst! Okay, das kriegen wir jetzt noch hin. Ein einziger noch. Bitte! Lass mich das noch hinkriegen. Dann kann ich heute beruhigt ins Bett gehen. Ohne schlechtes Gewissen. Das ist hart, das Spiel, ey. Wie soll ich denn den Normal Mode jemals schaffen mit Permadeath? I don't get it. Okay. Niemand da. Sehr gut. Weißt du was? Ich shredde den einfach. Easy. Das war korrekt! Ja! Ja! Fuck you, Spiel! Nacht 4, Alter. Geil. Warte mal. Ich will nur... Leute, ich muss die Folge beenden, Alter. Ich schaffe es sonst nicht rechtzeitig zum Stream und so. Ich will nur ganz kurz gucken, wie viel habe ich zu tun. Weil das kann uns ja jetzt hier eh keiner mehr wegnehmen gerade. Warte. Wie viel müssen wir machen? Nur damit ich es mal sehe. 5 und 9... Ah, okay. Das ist jetzt nicht viel mehr. Boah, Alter. Alles klar. Ich weiß, die Folge war unglaublich frustrierend. Nicht nur... Also... Wahrscheinlich eher für mich als für euch. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Sie kriegen... Die nächste Folge kommt erst, wenn ich dieses Casual Ending schaffe. Sorry, aber ich muss jetzt einfach mal durchziehen. Sonst kommen wir hier nie zu Potte. Ich hoffe, ihr versteht das. Vielleicht brauche ich einen Tag länger. Wisst ihr Bescheid. Aber jo, das ist ja auch mal in Ordnung. Es ist halt ein schweres Spiel. Was soll man machen? Ich kann es jetzt auch nicht herbeizaubern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank für euren krassen Support in letzter Zeit. Und für alle, die neu sind, herzlich willkommen. Schickt dem Kanal doch gerne ein Abo, dann verpasst ihr die nächsten Folgen nicht. Und dann bis dahin. Ciao, Leute. Und macht's gut.